Fortuna Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fortuna Live. Nur auf OE24TV. Europaministerin Caroline Edt-Stadler erhöht einerseits den Druck auf die Justizreform. Die Verfahren in Österreich sind einfach zu lang. Der Fall Grasser bringt die Justiz in Österreich in Schwitzen. Andererseits setzt sie sich für eine feministischere Außenpolitik ein, wenn man zum Beispiel Länder wie Afghanistan, Iran, auch die Ukraine hernimmt. Die Frauen sind es, die Gesellschaften dort entweder zum Ändern bringen wollen oder die Gesellschaft tragen. Und interessant ist auch, die Welt verbietet TikTok, die Ministerin TikTokt in Österreich. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße Ministerin Edt-Stadler hier bei uns im Studio. Ja. Guten Abend, danke. Wie ich es vorhin gesagt habe, der Fall Grasser bringt die Justiz heftig ins Schwitzen. Seit mehr als 8 Jahren läuft das Verfahren. Welchen Rat geben Sie jetzt eigentlich der Justizministerin Halima Zadic von den Grünen? Ist sie bei der Justizreform extrem säumig? Ich glaube nicht in der Position zu sein, ihr einen Ratschlag zu geben, sondern vielmehr bin ich mit der Justizministerin seit langer Zeit eigentlich schon im Austausch darüber, dass es aus meiner Sicht dringend eine Reform in der Justiz braucht, die auch im Interesse der Justiz sein muss, weil, Sie haben es angesprochen, viele Verfahren, nicht nur das von Ihnen angesprochene Verfahren, dauern einfach zu lange. Es sind vor allem die großen Wirtschaftsverfahren, die Korruptionsverfahren, die natürlich notwendig sind zu führen, aber wo man es einfach nicht, glaube ich, akzeptieren kann im 21. Jahrhundert in einem Rechtsstaat, dass das 10, 12, 15, 20 Jahre dauert. Und ich möchte auch ganz konkret festmachen, warum ich das so sehe und warum ich hier auch dränge, Reformfortschritte einzuleiten, die wir schon im Ministerratsvortrag im Februar 2021 an und für sich ausgemacht haben. Wenn Sie einen Mord begehen, dann ist sowas normalerweise innerhalb eines Jahres, spätestens 1,5 Jahre später, rechtskräftig verurteilt. Und dann ist der Täter, wenn wir vom inkriminierten Zeitraum einer von Ihnen angesprochenen Strafsache ausgehen, wenn der 2004 war, 2020 bereits bedingt entlassen, selbst wenn er lebenslang bekommen hat. Und wenn ich das jetzt umlege auf Betrugsverfahren, auf Korruptionsverfahren, die, wie gesagt, noch einmal auf strengste zu sanktionieren sind und zu verfolgen sind, dann ist aber trotzdem bleibt über, dass die Verfahrensdauer einfach viel zu lange ist und dass jeder Beschuldigte, jeder Angeklagte Rechte hat, im Sinne auch des Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention auf ein faires Verfahren. Und hier geht einfach die Schere auf und deshalb dränge ich auch darauf, dass wir hier in die Gänge kommen. Ja, woran liegt es? Zu wenig Personal, zu intensiver politischer Schlagabtausch oder fehlt der Wille, da wirklich rigoros einmal zur Sache zu gehen? Nein, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus vielem, ja, wenn ich das so sagen darf. Man kann es nicht auf eine Sache reduzieren, aber Personal ist natürlich schon auch in der Justiz immer wieder auch aufgestockt worden. Es hat hier ja auch Verbesserungen im Budget gegeben. Es muss halt vielleicht auch einmal hier stringenter vorgegangen werden. Wir wissen, dass es sehr viele große Verfahren gibt, wo mehrere Verfahrensstränge gleichzeitig verfolgt werden. Ich glaube, man sollte hier versuchen, auch schneller zu einem Ende sozusagen zu kommen, im Interesse natürlich auch des Rechtsstaates, hier einfach schnell auch ein Ende des Verfahrens, eine Sanktion zu haben und auch zu zeigen, was sozusagen nicht geht. Ja, das ist das eine Thema. Ein völlig anderes ist, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat eine Initiative in Deutschland vorangetrieben, und zwar mehr Feminismus in der Außenpolitik. Das klingt im ersten Moment ein wenig sperrig, ja, ist es aber nicht, denn wenn man eben Länder hernimmt wie Iran, wo eben die Revolution von Frauen, von sehr mutigen Frauen getragen wird, Afghanistan, wo die Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen, oder auch in der Ukraine, wo die Frauen extrem unter Druck sind. Sie haben in Österreich auch eine Initiative, die nennt sich Next Generation is Female. Was bedeutet das? Also zum Ersten möchte ich immer sagen, dass ich die Initiative der deutschen Außenministerin begrüße. Sie führt nämlich dazu, dass wir darüber wieder einmal reden. Wir reden über Dinge, die wir in Österreich aber schon tun. Und es gibt mir die Gelegenheit auch zu sagen, was wir tun. Danke auch für den Hinweis, dass sozusagen ich ja hier eine Initiative gegründet habe, letztes Jahr von Österreich ausgehend eine Plattform geschaffen habe für europäische Spitzenpolitikerinnen, um sich besser zu vernetzen. Auch mit einem vielleicht ein bisschen zugespitzten Titel, The Next Generation is Female,
Natürlich ist nicht nur die nächste Generation weiblich, sondern sie soll weiblich und männlich getragen sein. Aber ich glaube, Frauen sind jetzt in der Situation und auch in der Verantwortung, sich als Entscheidungsträgerinnen zu positionieren. Zu positionieren in einer Weise, dass sie Frauen, die wirklich ganz stark unter Druck sind, und Sie haben genannt den Iran, ich möchte ergänzen Afghanistan, aber auch die Türkei, wo man ausgestiegen ist aus der Istanbul-Konvention, zu unterstützen, zu sagen, wir sind da, wir sehen das, wir sehen manche Dinge auch anders. Und ich lehne es auch ab, weil mit Feminismus, da wird manchmal was Negatives verbunden, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil was heißt es denn eigentlich? Es heißt, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Es heißt, für gleiche Chancen zu sorgen. Und die sind natürlich in Iran ganz andere und viel gravierende Probleme, wenn man eingesperrt, gefoltert und ermordet wird, weil man sein Haar nicht bedeckt, als sie vielleicht in Österreich sind, wenn es darum geht, den Gender Pay Gap auch zu schließen sukzessive. Aber diese Anliegen sind auch in der weiblichen Verantwortung von Verantwortungsträgern aufzubringen, zu benennen und auch etwas zu tun. Und daher bin ich froh über diese Initiative, wobei ich Ihnen auch sage, die Etikette ist mir eigentlich gleich. Es geht um die Aktion. Ja, Aktion wird es auch am 8. März geben. Das ist der Weltfrauentag. Ja. Sie werden diesen Weltfrauentag nicht in Österreich verbringen, sondern Sie reisen in die Republik Moldau. Das ist jenes Gebiet südlich von der Ukraine. Es heißt oder es gibt Gerüchte, dass Putin auch seine Fühler in Richtung dieses unabhängigen Landes ausstreckt. Was wird dort passieren und wie wollen Sie dort die Politik unterstützen und wer wird mit Ihnen dorthin fahren? Ich darf vielleicht ein bisschen ausholen, weil meine Initiative der Next Generation is Female hat dazu geführt, dass wir als erste Aktion letztes Jahr im November nach Kiew gereist sind mit einer 8-köpfigen Delegation, also lauter weibliche Delegationsleiterinnen aus 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch einer Spitzenvertreterin des Europäischen Parlaments und einer Abgeordneten, um sozusagen die Nöte von Frauen im Krieg aufzuzeigen, um zu zeigen, es gibt auf der einen Seite Soldatenmütter, die nicht einmal ihre Söhne begraben können, es gibt Vergewaltigungsopfer, es gibt aber auch 25% Frauen im Militär. Diese Initiative lebt weiter. Wir fahren jetzt eben in die Republik Moldau. Spätestens seit der Sicherheitskonferenz in München wissen wir, wie zugespitzt die Situation dort ist und wie gefährlich es da auch ist für die Republik Moldau, hier womöglich das nächste Opfer zu werden. Und warum machen wir das? Um auch dort zu zeigen, wir haben den weiblichen Blick auf die Dinge. Krieg ist etwas ganz Schreckliches und wir wissen, dass für manche Vergewaltigungen immer noch zum Krieg gehören. Und ich sage als ehemalige Richterin, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Beweise sammeln und dass wir das alles als Kriegsverbrechen dann nicht nur benennen können, sondern auch verurteilen können. Und deshalb jetzt die Reise nach Chisinau. Das ist das eine, aber trotzdem stellt sich auch eine wirtschaftliche Frage. Es wird momentan eben heftigst darüber diskutiert, dass die österreichische RPI, Raiffeisenbank International, auf der einen Seite in Russland Milliardengewinne macht, auf der anderen Seite in der Ukraine zum Beispiel beinahe verboten ist. Die Gelder von RPI in der Ukraine sind eingefroren. Wie sehen Sie das? Und vor allem, wen würde das was bringen, wenn die Milliarden der RPI aus Russland abgezogen werden müssten? Also ich sage Ihnen hier jetzt ganz offen, dass ich nicht in alle Details dieser Causa sozusagen wirklich involviert bin, dass es hier eine parlamentarische Anfrage gibt an den Finanzminister und diese Fragen auch zu klären sind, ist die natürlich eine Sache. Auf der anderen Seite möchte ich aber ganz deutlich auch sein, dass Österreich zu den Sanktionen steht, dass es hier im Innenministerium auch gemonitort wird, dass diese eingehalten werden und dass es auch andere Institutionen gibt, die sozusagen schauen, wie Geschäftsbarungen dann auch vereinbar sind. Aber was ich auch außer Streit stellen möchte, ist, dass natürlich die RBI ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und dass in erster Linie natürlich auch hier die Entscheidungen im Unternehmen zu treffen sind. Die ganze Welt diskutiert momentan ein Verbot der China-App TikTok. Mhm. Extrem beliebt bei jungen Menschen, extrem beliebt inzwischen auch bei Politikern in Amerika, ist die App zumindest auf Regierungsebene verboten. Innerhalb der EU denkt man auch darüber nach, diese App zu verbieten. In Österreich gibt es 4 Minister, die da heftig unterwegs sind auf TikTok. Sie auch. Wieso?
weil es in der Politik darum geht, alle zu erreichen. Und ich habe das einmal in einem sehr intellektuellen Format gesagt, auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass ich glaube, dass sehr wenige Jugendliche zwischen 16 und 30 Formate wie eine ZIP2 eine Pressestunde schauen. Ich wage auch zu bezweifeln, dass viele jetzt uns hier sehen, weil die wenigsten sozusagen wirklich ganz bewusst Nachrichten konsumieren. Was sie aber sehr wohl machen, sie gehen auf Plattformen wie TikTok oder auch andere. Und ich glaube, es ist die Verantwortung der Politik, dafür zu sorgen, auch in diese Gruppen hineinzureichen. Und deshalb habe ich mich schon vor längerem dazu entschieden, auch auf TikTok zu gehen. Bin auch eigentlich überwältigt über den Zuspruch, nämlich jetzt in reinen Zahlen, das heißt nicht immer, dass die sozusagen mit meinen Inhalten konform gehen, und glaube einfach, dass es eine gute Möglichkeit ist. Die andere Sache ist jetzt, dass man natürlich schon, gerade wenn es um Cybersecurity geht, enorm aufpassen müssen und dass das jetzt auch geprüft wird im Innenministerium, ob von dieser App womöglich eine Gefahr ausgeht. Ich kann nur sagen, ich habe sie selbst nicht auf dem Diensthandy, und insofern ist also hier keine Gefahr von mir ausgehend. Wenn geprüft wird, ob eine Gefahr ausgeht, was prüft man da eigentlich? Ob Peking wirklich genau reinschaut, was die Frau Ministerin in Österreich so treibt? Und es heißt ja auch, dass durch diese App möglicherweise sogar Gespräche über das hinaus, was sie selbst posten, abgehört werden könnten. Sind das jetzt reine Spinnereien? Mhm. Ist da was dahinter? Und vor allem, wie könnte ein Verbieten überhaupt ausschauen? Wie könnte das politisch umgesetzt werden? Wenn man es als Spinnereien abtun könnte, dann würden wir uns alle sehr viel leichter tun. Aber ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, wenn man zu Hause darüber spricht, dass man eine neue Waschmaschine braucht, dann bekommt man plötzlich Werbung auf verschiedenen sozialen Medien über Waschmaschinen zugeschickt. Also nur als Spinnerei kann man es nicht abtun. Es ist technisch sehr viel mehr möglich, als wir glauben. Jetzt bin ich selbst keine IT-Expertin, möchte ich auch sagen. Aber ich habe mich insbesondere mit der Möglichkeit, über Apps auch Spyware einzubringen auf einem Handy, schon beschäftigt. Und das muss man ernst nehmen, dieses Thema. Und deshalb warten wir hier auch die Prüfung der Experten im Innenministerium ab. Und die Kommission hat hier auch eine klare Empfehlung bzw. auch eine Vorgabe gemacht für ihre Beamten. Also das muss man wirklich ernst nehmen und sich jetzt anschauen. Ich fände es schade, wenn man sozusagen dann Jugendliche nicht mehr erreicht, weil das ist im Kommen. Ich habe mir jetzt die Zahlen noch einmal ausheben lassen. Es sind, glaube ich, rund 125 Millionen Menschen, davon ein Großteil Jugendlicher, die in Europa auf TikTok sind. Also jetzt muss man das einmal in Relation zur Gesamtbevölkerung zum Beispiel der Europäischen Union setzen, mit rund 450 Millionen. Da erreicht man, wenn man es auf die EU umlegt, ungefähr ein Viertel oder mehr an jungen Menschen. Ja, aber wenn man das Beispiel NSA und Edward Snowden, der ja aufgedeckt hat, dass die Amerikaner so ziemlich jeden abgehört haben, ja, der wichtig war, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, inklusive Angela Merkel. Soweit ich weiß, bevor es TikTok gegeben hat. Also genau, diese Dinge gibt's immer wieder, ja. Also wie gesagt, die Amerikaner haben es getan, vielleicht tun es jetzt die Chinesen. Wenn ein Verbot überlegt wird, wie lange würde es dauern, rein technisch, bis ein Verbot in Österreich kommen könnte? Also Sie reden mit einer ehemaligen Richterin, mit jemandem, der auf die Verfassung angelobt ist, der gesetzestreu ist. Und wenn es ein Verbot gibt, dann gibt es ein Verbot. Und da gibt es dann nichts mehr dran zu deuteln. Ja, aber den Zeitraum können Sie in keiner Form irgendwie festlegen. Na, noch einmal, wenn es wirklich ein Verbot gibt und wenn eine Gefahr ausgeht von dieser App, dann wird man die Konsequenzen ziehen müssen. Ich sage aber auch als ehemalige Richterin natürlich, Audiator ad altera pars, höre auch immer den anderen Teil. Und ich glaube, es ist schon ein Gebot der Fairness, dann auch mit den Betreibern Kontakt aufzunehmen. Und diese Dinge müssen auch verifiziert werden. Das politische, innenpolitische Thema der Woche ist auf jeden Fall die Kärntenwahl. Das ist jetzt nicht Ihr Thema. Aber möglicherweise kann es in Kärnten doch die eine oder andere Überraschung geben. Alle sagen, Peter Kaiser, Sozialdemokrat, sitzt ganz fest im Sattel. Aber es könnte ausreichen, dass er unter 40% fällt. Wie sehen Sie die Kärntenwahl und glauben Sie, dass von Kärnten ausgehend es auch einen Schwall in Richtung Bundespolitik geben könnte?
Ich bin eine Salzburgerin. Jetzt schiele ich natürlich schon auf die Wahlen auch in Salzburg, voller Spannung. Aber natürlich interessieren mich auch die anderen Bundesländer, das ist ganz klar. Und man versucht natürlich auch dann zu unterstützen, wenn es darum geht. Ich war letzte Woche auch in Kärnten unterwegs. Die Stimmung jetzt dort für die Volkspartei ist nicht so schlecht, aber wir wissen nicht, wie sie sich in der Wahlkabine niederschlägt. Und klarerweise gibt es immer natürlich nach einer Wahl in einem Bundesland auch Diskussionen auf Bundesebene. Aber man sollte schon sich immer klar sein, im Bundesland wählen die Menschen anders als auf Nationalratsebene oder bei der Wahl auf Ebene des Bundes. Und da sollte man natürlich dann auch differenzieren. Warten wir mal ab, wie die Wählerinnen und Wähler sich entscheiden, und komm dann gern und reden wir noch einmal drüber. Ja, Sie haben angeschnitten, Sie sind Salzburgerin in Wien. Ihre Schwester ist, glaube ich, in der Kommunalpolitik in Salzburg. Niederösterreich. Niederösterreich, aber es war in Salzburg zuerst. Auch, ja. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklung in Salzburg und was erwarten Sie für Salzburg? Ein gutes Ergebnis für den amtierenden Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der einen tollen Job macht seit sehr, sehr vielen Jahren, konstant auch wirklich ein Konglomerat ist für alle dort und einfach feststeht auf seinen Werten und Prinzipien. Und ich werde dort versuchen zu unterstützen, so gut es sozusagen auch mir möglich ist. Und ja, ich glaube, es wäre für Salzburg gut, wenn hier auch ein starkes Ergebnis für die Volkspartei rauskommt. Ja, aber trotzdem haben immer die Landtagswahlen auch einen Niederschlag in der Bundespolitik. Die ÖVP kommt ja aus dem Dauerdruck eigentlich nicht heraus. Man hat manchmal so den Eindruck, dass die Regierung an sich eine gute Arbeit macht. Es ihr aber nicht so wirklich gelingt, diese gute Arbeit so umzusetzen, dass der Applaus auch folgt. Sehen Sie das ähnlich? Ja, ich bin jetzt das sechste Jahr in der Spitzenpolitik tätig und ich kann mich erinnern, die letzten mehr als 3 Jahre waren eigentlich ständig Krisen auch zu bewältigen. Und ich glaube, wir sind summa summarum nicht so schlecht durch die Krise durchgekommen, aber wir fühlen halt schon auch, die Gesellschaft ist einfach auch müde dieser ständigen Herausforderungen, dieser neuen Challenges, die auf uns zukommen. Und das spüren wir als Regierende sozusagen auch. Damit sind wir aber nicht alleine in Österreich. Das ist in ganz Europa so, wenn ich mich umschaue, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Rat der Europäischen Union. Und ich glaube, die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist dranbleiben, arbeiten und auch darüber reden. Und deshalb bin ich auch immer dankbar für Einladungen bei Ihnen ins Studio, um das auch entsprechend tun zu können. Bei der Sozialdemokratie ist es wie bei einer tibetanischen Gebetstrommel, gibt es eine Ob-Mann- bzw. Ob-Frau-Diskussion. Randy Wagner steht seit vielen Monaten unter Dauerdruck. Querschüsse aus dem Burgenland vom Herrn Doskozil sind an der Tagesordnung. Glauben Sie, dass es in naher Zukunft auch innerhalb der ÖVP eine Ob-Mann-Diskussion geben könnte? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben einen starken Bundesparteiobmann und Bundeskanzler, der seine ganze Kraft darauf verwendet, die internationalen Themen zu lösen für Österreich. Denken Sie an die Migration, auch seine Reise jetzt wieder in Marokko, wo es gelungen ist, ein Rückübernahmeabkommen abzuschließen. Ja, das ist wirklich etwas Sensationelles und auch in der Innenpolitik stark auftritt und versucht, die Sorgen der Menschen denen zu begegnen, indem wir hier auch entsprechend unter die Arme greifen. Also nein, das kann ich ausschließen, dass es hier eine Diskussion gibt. Sie haben die Reise des Bundeskanzlers nach Marokko angeschnitten. Der Innenminister war mit im Team. Es sind fast 10.000 Marokkaner, die in Österreich im Jänner um politisches Asyl angesucht haben. Es ist ein Problem innerhalb der EU, dass eben aus Ländern, wo wir normalerweise Urlaub verbringen, Marokko, Tunesien, Indien, Menschen hier als reine Arbeitsflüchtlinge in die Europäische Union wollen. Wie wichtig sind solche Abkommen, wie sie jetzt abgeschlossen wurden mit Marokko? Und vor allem, wird es so etwas auch auf europäischer Ebene geben? Das sage ich jetzt ganz bewusst als Europaministerin. Noch lieber wäre mir, wenn wir endlich auf europäischer Ebene eine Lösung fänden. Das ist noch nicht so leicht und wir verhandeln das ja schon einige Jahre mittlerweile. Und deshalb ist es sozusagen auch die Selbsthilfe, die wir jetzt leisten, die der Bundeskanzler hier in großartiger Weise schafft. Es ist ja nicht nur das Abkommen mit Marokko, das jetzt abgeschlossen worden ist, sondern es ging ja auch darum, dass er schon im vergangenen Jahr in Belgrad war und ein Abkommen geschlossen hat mit dem serbischen Präsidenten Vucic, damit hier
nicht über Serbien visafrei die Menschen in die Europäische Union gelangen und wir dann sozusagen einen Riesenanstieg an Migrationszahlen haben. Also, mein erster Wunsch ist eine europäische Lösung. Da arbeite ich weiterhin dran und bis es soweit ist, werden wir hier in Österreich alles tun, allen voran auch der Bundeskanzler und der Innenminister, mit mir und dem Außenminister als Unterstützer auch hier dem Problem zu begegnen, damit es für die Österreicherinnen und Österreicher sicher ist. Ja, Frau Minister, dann danke vielmals für dieses Gespräch. Wir haben die wichtigsten Themen dieser Woche, glaube ich, jetzt abgehandelt. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen.